Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei gewaltsamen Protesten am Gazastreifen hat es erneut Tote und mehrere hundert Verletzte gegeben. Laut der Terrororganisation Hamas handelt es sich bei den Toten um 9 Männer aus Gaza, die von israelischen Soldaten erschossen wurden. Die Armee unterstrich, Israel habe das Recht, seine Grenzen zu verteidigen. Arabische Länder kritisierten den ihrer Ansicht nach unverhältnismäßigen Einsatz von Schusswaffen. Palästinensische Randalierer verbrannten an 5 Orten im Gazastreifen mehrere tausend Autoreifen. Die Armee benutzte große Ventilatoren, um den giftigen Rauch in Richtung Gaza zurückzublasen. Trotz der schlechten Sicht gelang es der israelischen Armee, Demonstranten davon abzuhalten, den Grenzzaun zu überwinden oder zu beschädigen. Auch Versuche, Molotow-Cocktails und Sprengstoff in Richtung Israel zu werfen, konnten vereitelt werden. Die Soldaten setzten Tränengas und Gummigeschosse, aber auch scharfe Munition ein. Israels Luftwaffe hat eine Basis der Terrorgruppe Hamas im nördlichen Gazastreifen zerstört. Kurz zuvor war eine Gruppe von Terroristen über die Grenze gekommen, um improvisierte Sprengsätze in Israel zu platzieren. Panzer schossen auf die Palästinenser. Israels Sicherheitskräfte beschuldigen die radikal-islamische Hamas, sie wolle das Grenzgebiet in eine Kampfzone verwandeln. Das russische Verteidigungsministerium und die syrische Regierung machen Israel für ein Bombardement in der syrischen Stadt Homs verantwortlich. 2 israelische Kampfjets sollen aus dem libanesischen Luftraum heraus 8 Raketen auf eine Militärbasis abgefeuert haben. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 14 Menschen getötet, darunter iranische Offiziere. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, Israel habe die Vereinigten Staaten über den bevorstehenden Angriff informiert. Israel hat in der Vergangenheit mehrfach Luftschläge in Syrien ausgeführt, meist um Waffenlieferungen an die Hisbollah-Miliz zu verhindern. Israelische Fachleute legen derzeit in Jerusalem eine 2000 Jahre alte Straße frei. Sie führte einst vom Teich Siloa, wo die Pilger ihre rituellen Waschungen vornahmen, hinauf zum Tempelberg. Jahrhundertelang war sie unter einer viele Meter starken Schicht aus Schutt verborgen. Über die Straße wurden Häuser gebaut. Heute steht dort das arabische Dorf Silwan. Diese Straße ist so wichtig für uns. Als uns bewusst wurde, was sie einst war, haben wir uns gesagt, wir müssen sie ausgraben. Aber über uns sind Häuser. Wir wollten die Bewohner nicht umsiedeln. So haben sich die Israelis gesagt, lasst uns echte Israelis sein, lasst uns einen Plan ausarbeiten, um diese Straße in einem Tunnel freizulegen. Wir mussten dafür eine neue Technik entwickeln, die es zuvor noch nicht gab. Dadurch konnten wir horizontal ausgraben. Alles hier wurde von Israelis gebaut. Dadurch wird es möglich, dass Leute hierher kommen und sehen können, wie die Bibel lebendig wird. Die Straße ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die biblischen Berichte über den Teich Siloa und den Tempelberg historisch richtig sind. Die Arbeiten haben vor 3 Jahren begonnen. Nach ihrem Abschluss soll das gesamte Areal von der Davidsstadt aus für Besucher zugänglich sein. Ein tunesisches Gericht hat 4 israelischen Athleten die Teilnahme an den Taekwondo-Weltmeisterschaften der Junioren verweigert. Zuvor hatte eine anti-israelische Organisation in Tunesien Klage gegen die Teilnahme der Israelis eingereicht. Die Kläger argumentieren, dass die Anwesenheit der jüdischen Athleten mit den verfassungsrechtlichen Bestimmungen nicht konform sei. Sie erklärten, dass Tunesien sich verpflichtet habe, die zionistische Besatzung anzuprangern und zu boykottieren und sich in keiner Weise mit der zionistischen Einheit zu befassen. Es ist eine besondere Aktion zum 70. Geburtstag des Staates Israel, der im April und Mai gefeiert wird. Eine riesige Israel-Flagge ziert das Dach der Residenz des Staatspräsidenten in Jerusalem. Die Flagge ist 1500 Quadratmeter groß und ist auch aus dem Weltall zu sehen. Soldaten der israelischen Armee, Abseilexperten und Textilfachleute haben die Megaflagge auf dem Dach montiert. Sie wiegt 270 Kilogramm und wurde von einer Spezialfirma bedruckt. Die Armee ist stolz auf die gelungene Aktion. Die weiß-blaue Flagge mit dem Davidstern sei nun vom Weltall aus gut zu erkennen, was Aufnahmen eines israelischen Satelliten zeigten. Wir kommen zum Wetter. Völlig unerwartet hat es im Raum Jerusalem heftig geregnet. Die Temperaturen sind kurzfristig stark gefallen. Doch es ist Besserung in Sicht. In Jerusalem scheint meist die Sonne bei Temperaturen über 25 Grad.
In Eilat am Roten Meer ist es deutlich wärmer. Dort klettert das Thermometer auf sommerliche 34 Grad. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Tagesaktuelle Meldungen finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut!